Ob Umweltschutz, Mobilität, Digitalisierung oder gutes Leben im Alter. Für die großen Aufgaben unserer Zeit gibt es keine fertigen Lösungen. Im Landkreis Marburg-Biedenkopf gestalten Politik und Verwaltung gemeinsam mit der Zivilgesellschaft die Zukunft. Hier sind sie offen für Fragen und Wünsche der Menschen. Alle können sich mit ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten für das Gemeinwohl einbringen. Diese offene Verwaltungskultur heißt Open Government. Open Government funktioniert ganz praktisch und ohne komplizierte Konzepte. Zum Beispiel beim Heckenmanagement. Heckenmanagement? Warum denn das? Hecken sind Lebensraum für mehr als 150 verschiedene Pflanzen und Tiere. Doch damit das so bleibt und die Hecke nicht verholzt, müssen sie regelmäßig beschnitten und gepflegt werden. Das ist Jens, der Heckenmanager. Er kümmert sich um die Organisation der Heckenpflege im Landkreis. Jens sorgt für Transparenz und informiert die Bürgerinnen und Bürger, wann, wie und warum die Hecken geschnitten werden. So bleiben böse Überraschungen beim Spaziergang aus. Jens erklärt auch, dass mit dem Schnittgut zum Beispiel die lokale Nahwärme erzeugt wird. Damit kann im Landkreis eine ganze Menge Heizöl eingespart werden. Jens stimmt sich bei der Planung der Hecken mit Gemeinden, Landwirten, Naturschützern und den Menschen vor Ort ab. Zusammen finden sie eine Lösung, die alle Interessen berücksichtigt. Open Government ist aber noch mehr als Transparenz und Beteiligung. Alle Beteiligten entwickeln zusammen mit Jens die Open-Source-Software Heckenmanager 4.0, um die Pflege zu planen und die Bürgerinnen und Bürger zu informieren. Open Source bedeutet, dass alle das Programm kostenlos nutzen können. Das spart Geld und macht die Weiterentwicklung leichter. Durch die offene Verwaltungskultur können alle zu jeder Zeit neue Ideen einbringen und das Projekt insgesamt besser machen. Open Government bedeutet also, Aufgaben transparent und gemeinsam mit allen Beteiligten anzupacken. Diese offene Art zu denken und Probleme anzugehen, ist der Weg von Politik und Verwaltung, den Landkreis gemeinsam zu gestalten. Und das ist keine abstrakte Zukunftsvision. Open Government wird schon heute im Landkreis Marburg-Biedenkopf erfolgreich praktiziert. In Zukunft wollen wir aber möglichst viele unserer Aufgaben im Sinne von Open Government umsetzen. Wir freuen uns auf eine offene und innovative Zukunft –